Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Und ja, wir haben hier immer noch ein paar Orte, die wir noch erkunden wollen. Hier ist ein Grabstein. Kann ich lesen, was da drauf steht? Reisestein. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Der Pfad, Vers 10. Schale alles ab. Alten Volkes. Ich will die. Ne, ich glaube, das. Ich lasse das mal. So was will ich ehren. Das ist ja richtig schön. Finde ich wirklich auf jeden Fall richtig schön, dass man hier auch so was findet. Skelett ist leer. Tour. Das nehmen wir mit. Das. Nehmen wir alles mit. Oh! Okay, sind auch ein bisschen viele hier. Gibt's hier noch mehr? Autsch. So, jetzt müssen wir aber was essen. So, ein Topf. Das nehmen wir mit. Und den Langbogen. Dann haben wir hier einige mehrere. So. Und Leben ist wieder voll. Was haben wir denn hier eigentlich? Eine Hütte auf jeden Fall. Gibt es jetzt einen fleischlosen Anführer? Karotte? Lehrbuch leichte Rüstung? Gift des Leidens? Schlüssel nach Alt-Schera. Nehmen wir auch mal mit. Brief. Dunvar, ich weiß deine Bedenken zu schätzen, aber, wie immer, denke ich, dass du dir mal wieder zu viele Sorgen machst. Großmeister Arantael persönlich hat die Mission abgesegnet und vergiss nicht, dass uns zwei Hüter des zweiten Sieges begleiten. Außerdem ist das eine gute Chance, Eindruck bei den Magistern zu schinden. Lambert, der einzige Novize, der bereit war, die berühmt-berüchtigte griesgrämige Magistra Besara, alias der Besen, auf eine Expedition zu begleiten. Wenn man das so hört, vergisst man, dass wir lediglich ein paar pyräische Urnen an der Sonnenküste abstauben würden. Wie dem auch sei, wie geht es dir? Ich wette, du denkst an nichts anderes als an die Prüfung. Eine Schande, dass Bartha allen Ernstes dieses Hexenweib zugelassen hat, anstelle von Clara. Aber gut, wir wissen ja alle, dass seine Wegestreue sich auf den täglichen Gang zum Schnapsverkäufer beschränkt. Ich bin in den Gedanken bei dir. Wenn du diese Prüfung nicht schaffst, wer dann? Dein Freund Lambert. Der Besen. Schöner Spitzname. So, gibt's hier auch noch was drin? Ein Korb. Hier könnten wir rein theoretisch. Wieso habe ich mein Schild nicht ausgerüstet? Groschenbeutel? Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle: Was ist hier passiert? Ah! Ich sehe dich. Okay, Autsch. So.
So, die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir sind schon wieder bei 300 Kilo. 338 sogar. Ich glaube, die Äxte nehmen wir nicht mehr mit. Die wiegen zu viel für das, was die wert sind. Und das ist Alt-Sherat. So, die Eispranke will ich mitnehmen. Hier geht es nicht weiter nach oben. Komm ich nicht hoch. Gibt es hier noch mehr Untote vielleicht irgendwo versteckt? Oder andere Sachen versteckt? Wie diese 100 Sammelobjekte, also eins von diesen 100 Sammelobjekten. Komm ich mich hoch. Also das sieht schon aus, als könnte man da irgendwie irgendwo rein, aber scheint nicht der Fall zu sein. Da ist eine Statue von Dibella, sehe ich jetzt. Wahrscheinlich heißt die hier anders, aber für mich ist das eine Dibella-Statue. Ja, hier sind noch ein Tote. So. Ihr seid auf Stufe 10 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt freigeschaltet. Nice. Komm, wir gehen nochmal auf Lebensenergie. Eisenschwert. Ja, komm. Ist mehr wert als die Äxte. Komm, kann ich denen die Beile wieder abgeben? Gewicht 10 und dann nur 5 wert. Meine Axt will ich wieder haben. Mir ist nie aufgefallen, dass Bella da Nippel hat. Ist mir bisher noch nie aufgefallen. Heilwurzel. Alt-Sherat öffnen. Gehen wir mal rein. So, okay. Yo. Da sind wieder diese blauen Steine. Die sahen sich brüchig aus. Pfeile nehmen wir. Ah, den Bogen nehmen wir auch mal mit. Kann ich damit irgendwas machen? So, 12%, verdammt. Warte, brauche ich vielleicht einen Hammer dafür? Oder den hier?
Oder sowas. Ja. Wie öffne ich das? Gibt's hier irgendwas, um das zu öffnen? Okay. So, ich muss jetzt aber definitiv wieder was zu mir nehmen. So, Eisplanke. Und die Hasenpfote. Ich sehe schon Spinnen. Tunnelspinne. Ich hoffe, wir finden hier auch Ambrosia. Wie langsam Zeit, dass ich da wieder fliege. Vergiftet. Wir haben einen blauen Stein vorbei. Nein, jetzt stecke ich hier fest. Ich stecke hier fest. Nein! Komme ich hier irgendwie raus? Komm, ich will hier raus! Verdammt, jetzt müssen wir laden. Verdammt. Das war jetzt echt doof. Okay, aber dann hauen wir die anders kaputt. Das wäre jetzt richtig doof, dass ich da jetzt festgesteckt bin. So. Jetzt aber. Das Ding hat nichts. Jetzt können wir nochmal hier Eisplanke und die Hasenpfote essen. Und da vorne gibt es gleich zwei Spinnen. So, erst das tot, oder? Nee. So, und jetzt ist er tot. So, der hat nichts. Scharfe Spitzhacke. Die nächste. Na, mein Kleiner? So, Tisch setzen. Kann ich die Dinger nicht mitnehmen?
Nee, ich kann mich hier nur so komisch hinsetzen. Okay. Mit so einer langsamen Animation. Alte Kristallmünze. Was macht man mit den ganzen Kristallmünzen? Massiver Schädel? Schädel? Skalpell? Massive Truhe? Die nehmen wir mit, das. Nehmen wir alles mal mit. Kann man verkaufen. Malachiterz. Die Bälle im Glas. So, das nehmen wir mit. Blauer Quarz. Jo, das war knapp. Wer ist denn das? Toter Abenteurer. Nehmen wir wieder alles mit. Urne. Alter Stoff. Wer ist denn das? Bandur? Okay, es hat erst viel gereist. Okay, das ist nice, wie die hier hängen. Alte Kristallmünze, Roll des Lichtboten, Magierlicht Rang 1. Ein Hammer. Da gibt's noch was. So, massive Truhe. Amethyst, das. So, komm, wir nehmen alles mit. Wir brauchen dringend wieder Ambrosia. Die Fackel kann ich nicht mitnehmen, hä? Speichern. So, Tunnelspinne. Den Leichnam kann ich nicht looten. Okay. Oh. Und dich. Dich mache ich auch noch fertig. Perfekt. Feuersalze. ...375 von 400 tragen wir schon. Nur Knochenmehl. Und die haben nur Beile.
Alter. Haben die mich jetzt erschrocken? Noch eine Fackel? Hufeisen. Hier ist eine tote... Wieso sind hier tote Tunnelspinnen? Ist hier irgendwas, was gefährlicher ist als die? Yo, warte. Ich sehe da eine Riesenspinne. So, ein Brief. Wie viel tragen wir? 401 exakt. Weg damit. Das kommt weg damit. Das wiegt 16 Kilo. Komm, auch weg damit. So, große Teile des Briefes sind blutverschmiert. Einiges davon aber noch lesbar. Folgende Passage erscheint euch interessant. Dann machen wir es so. Ich gehe zur alten Zollstation im Herzland und du suchst mit Hector dieses alte Hügelgrab an der Sonnenküste ab. Vergesst nicht, was der alte Mann uns gesagt hat. Das mag zwar eine Ruine sein, aber gerade mit diesem roten Wahnsinn, von dem in letzter Zeit alle reden, sollten wir uns darauf einstellen, den einen oder anderen Schädel einbrechen zu müssen. Also, wir treffen uns dann im Nomaden in Ark wieder. Wahnsinn, wenn da etwas dran sein sollte, dann sind wir alle reich. Es heißt, dieser seltsame Chaos zahlt uns für alle Rüstungsteile genug, um jahrzehntelang jeden Tag mit einem anderen Vibe in der Silberwolke zu verbringen. Oder in deinem Fall mit einem anderen Kerl. Das wird unser großes Ding, Gevater. Ich sag's dir. Okay. So, ich lese mal alles, was ich hier finde. Und Lehrbücher, Lehrlinge. So. Sonst haben wir, glaube ich, jetzt nichts. So, nochmal schnell speichern. Jo, es hat mich hier entdeckt. Okay. Tunnelspinnenkönigin. Alter, wie viel Schaden habt ihr? Hier haben wir gespeichert, okay. Wo wir das alles fallen gelassen hatten. Na super. Wenigstens kann ich das wieder einsammeln. Nein. Okay, die ist heftig. Thank you.
lock die mal nach da hinten wieder. Nein, nach da hinten. Wo ist die denn? Da vorne, okay. Bewegt die sich wieder zurück? Die soll nach da hinten hin. Oder bitte da weiter feststecken, ja? Alter, die macht mir Angst auf jeden Fall. Obwohl, wir können die jetzt schaffen. Ja. Schnell speichern, definitiv. Die war heftig. Blaues Feuer. So, die Pfeile nehme ich wieder mit. Hier gibt's nichts. Ja, komm her. Das nehmen wir, das nehmen wir. Ja, wir sind gleich schon wieder überladen. Müssen wir da runter? Was passiert, wenn wir da runter gehen? Ich speichere einmal. Nach Al-Sherat Montagekammern. Ich hätte gerne irgendwann wieder Luft. Ich sterbe jetzt. Kann Essen helfen? Nein. So, jetzt aber essen wir nochmal eine Brezel. Da geht's nicht weiter. Aber warte mal, wir haben doch eine Wasseratmung. Es gibt hier immer wieder mal Stellen, wo man Luft holen kann.
So, Dietriche. Stahlbaden. So, dann packe ich die lieber weg. Und jetzt mal weiter. Toter Abenteurer. Ich nehme jetzt erstmal nichts mit. Ich glaube, hier hin zu springen war ein Fehler. Ich ertrink jetzt wieder. Das war ein Fehler. Ich würde sagen, ich lade mal den Spielstand, bevor ich darunter gesprungen bin, weil ich erkenne da nichts. Ich weiß nicht wohin. Hä? Wollte schon sagen. Aber dann sind wir hier soweit erstmal durch. So, jetzt wieder was essen. Und ich bin froh, dass wir die Spinne erlegt haben, die große. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal hier hin und dann da unten. Und vielleicht lernen wir, wie wir dann irgendwie länger atmen können unter Wasser. Na, von hier kamen wir. Und hier haben wir sonst alles erledigt. Okay. Und wir müssen unseren Scheiß verkaufen gehen. Wir schleppen wieder viel zu viel mit uns rum, was auch viel zu viel wiegt. So, wieder Schild. So, das ist doch die Statue von Schalidor, oder nicht? Jetzt tragen wir zu viel. Aber wir haben Bücher gesammelt. So. Kurzzirkel Rang 1. Ja, ich suche mal einen Weg, hier wieder schnell rauszukommen. In Anführungszeichen hier schnell. Ich glaube, wir kamen von dort, ne? Altscherat. Ich glaube, das müsste der Weg sein. Und da sieht es aus, als könnte. Da ist noch eine Tür. Bitte oben schwimmen. Als Scherat sind wir immer noch nicht fertig. Da oben ist noch eine Tür. Da muss man doch irgendwie hinkommen. So, jetzt müsste ich doch.
Da müssen wir definitiv nochmal hin. Jetzt zuallererst alles wieder verkaufen gehen und einlagern. Achso, einmal gucken. Wir haben wieder. Warte mal. Wir haben für hier wieder was. So, haben wir bereits. Haben wir auch bereits komplett. Kritischer Treffer. Abwehrmann ausmanövrieren. Wirbelklingen. Was macht das? Knochenbrecher. Gemetzel. Gemetzel. Angriff mit Einhandäxten verursacht zusätzlichen Blutungsschaden. Wir benutzen aktuell eine Axt. Machen wir das. Talente können mithilfe von Erinnerungspunkten bis zur Stufe 3 ausgebaut werden. Ah! So, mein Esel ist sehr weit weg. So. Und ich frage mich, wie voll hier die Kisten werden können. Also, ob hier irgendwie so ein Maximum ist, wie viel man in eine Kiste reinpacken kann. Wir auf der Karte. Ja. Hier entlang. Ich glaube, das war ein Fuchs, was ich gehört habe. Wie die hier aufgeknüpft wurden. Und da wären wir. Flussheim. Irgendwie sehe ich das aktuell als mein Zuhause an. So oft wie wir hier sind, immer wieder hier zurückkommen. So. Ich hoffe, die hat Geld. Ich hoffe wirklich, die hat Geld. Sura. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, zeigt mir eure Ware. Natürlich. Ja, sie hat wieder Geld.
So, wir fangen hier an. Eisendolche. Die behalte ich erstmal. Scharfe Spitzhacke. Die wiegt weniger als die und ist mehr wert, aber hat und hat sogar mehr Schaden. So, alte Vagabundenklo. So, das kann weg. Das kann weg. Nice. Und wir können wieder normal rennen. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch einladen können. Und ich könnte auch mal gucken, was ich jetzt hier doppelt habe. So. Das packe ich... Nein, nicht ausrüsten. So. Ich würde mal die Gesellenbücher mal auf einlagern. So. So, Brief. Die können weg. 3148 Groschen haben wir schon mittlerweile. Okay. Komm, da packen wir mal da rein. So, was haben wir hier, was wir nicht brauchen? Was wir doppelt haben oder so? Das haben wir doppelt. Das haben wir doppelt. Das haben wir doppelt. Warte mal. Nein. Hör auf zu lesen. Hör auf zu lesen, Digga. Ich will... Manchmal macht das irgendwie nicht so, wie ich das haben möchte. Das ist jetzt in unserer Truhe. Wieso konsumiert er das? Also... Da haben wir... Davon... Wir brauchen die nicht doppelt oder so. Die wollen wir noch entzaubern. So, ich fange mal an mit ja? ihm. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ja, ich möchte ein paar Sachen verkaufen. Einen davon. Warte mal, so wollte ich das machen, ne? So.
Die Bälle im Glas. Dafür haben. Schreitet wohl. So, ihr kann ich aber... Aber ja, aber ja. Hm? Ah, ihr kann ich... das hier verkaufen. So, die feine Kleidung. Den brauchen wir, die brauchen wir. Knochenmehl weg. Lavendel weg, das weg. Rattenhaut, Salz, Scherkappe. Schlammmorchel kann weg. Ah, die nehmen die Seelensteine. Die brauchen wir ja nicht. So, wie viel tragen wir jetzt? 125. So, die Suppen brauchen wir noch. Warte mal. Hä? Okay, hier kann ich noch das andere Ding da verkaufen. Aber ja, aber ja. Den hier. Nein, jetzt habe ich das falsch verkauft. Malfa segne euren Weg. Aber ja, aber ja. 400 Groschen hat mich das jetzt gekostet. Lebt wohl. Okay, das andere Ding muss ich dann wahrscheinlich hier verkaufen. Alter, das war jetzt falsche Hütte. Das fand ich jetzt scheiße. Madame. Hier, Krämerladen. Da müsste ich das eine jetzt verkaufen können, oder? Ah, willkommen, willkommen. Dies und das. Hä? Schaut einfach selbst. Wo ist denn das? Nee, kann ich nicht verkaufen. Nicht bei ihm? Schreitet wohl. Kann ich es bei ihm verkaufen? Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Wo ist das Nimbus-Ding jetzt hin? Schreitet wohl. Kann ich vielleicht doch hier unten verkaufen bei der einen Dame da? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, ich möchte verkaufen. Natürlich. So. Hier ist es auch nicht, hä? So, warte mal. An einer Schmiede könnt ihr neue Gegenstände herstellen, wenn ihr die nötigen Materialien verfügt. Okay, die kann ich nur so machen. Für alles andere brauche ich dann Rezepte, okay. Ich frage mich aber, was ist die beste Rüstung, die ich hier kriegen kann?
Naja, egal. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.